Leute, und hier bin ich wieder, Brickkiller 1002 in der Welt von Brickforce in der Map am Spawnschild von RC Chiller oder Air Chiller, keine Ahnung, mit der Kontoarmbrust und mit unfairen Teams und noch mit einem Thema im Gepäck, und zwar Räume, wie noobig man sein kann, wie Räume und so weiter. Was für noobige Räume es gibt und so weiter. Und was es so alles gibt, was mich abnervt und so weiter. Dann fangen wir gleich mal an mit einem Thema, und zwar okay. Und zwar Räume, die mir nicht gefallen. Und gleich, wo welche Nubik spielen. Und zwar war ich nämlich in einem Raum, und zwar High Seas. High Seas, kennt ihr alle, eine Standard-Map. Und da wollte ich normal spielen, normal 2 gegen mich. Und dann kam bei mir noch einer rein. So war der Raum aufgebaut. Ja, dann kam ich rein. Ich mach bereit, alle sind bereit. Auf einmal macht der Mapbesteller bei mir, also der King hier, macht bei mir alle Slots zu, wo einer reinjoinen kann. Und dann sind 2 gegen mich. 2 Typen mit dem selben Rang gegen mich. Und die haben sogar auch noch geskypt. Und das ist echt noobig, wenn die dann ihre Taktik erfinden. Und ja, dann ihre Taktik. Boah, hat die eine große Reichweite. Ja, ihre Taktik erfinden, einer hinter mir, einer vor mir. Echt, ey, das hat so abgenervt. Es stand mindestens 20-8. Mindestens. Ist doch klar, wenn einer hinter mir ist und einer vor mir. Das war für mich echt Hammer, Schock für mich. Ich habe eigentlich immer positive KD, und auf einmal kommt der mit Karten, mit den Slots und macht zu. Wirklich der Hammer. Okay. Hast hart gescoped oder was? Ja, dann mit dem nächsten Noob-Typ, und zwar die User. Ich erlebe es ab und zu wieder, dass zum Beispiel bei Dusty einer bei mir spawn campt. Und wirft nur Nades, hat die ganze Zeit Nachlader. Und immer wenn ich respawne, hat der wieder neue Nades. Und das waren echt die Osternades. Und dann, wo er einmal gestorben ist, hat er sich, glaube ich, überlegt, nehme ich doch lieber die Weltraumnades, und hat sie auch genommen. Und das wäre erst dann noobig. Ja, ihr seht schon, die Kontoarm. Ich muss gleich einen kleinen Schnitt machen, weil gerade einer anruft, und bis gleich. Jo, da bin ich wieder, kleiner Schnitt. Lol. Und da bin ich wieder,
Nicht? Ah, da habe ich ihn noch erwischt. Sorry wegen der Noob, Nate. Musste jetzt einfach. Sorry. Okay. Schwebe in Lebensgefahr. Okay, jetzt nicht mehr. Jo, das waren eigentlich die Auslöser für die, soll ich sagen, für Noobigkeit in Brick Force. Aber wo es angefangen hat, das war nicht der Anfang. Und zwar war der Anfang da, wo die Snows rauskamen. Alle haben sie gekauft, alle, wirklich alle. Und ich nicht, da war ich glaube ich nicht einmal in, ich glaube da war ich im Urlaub, wo das gekommen ist. Und das ist einfach blöd, wenn einfach, nee, was sag ich blöd, scheiße, wenn alle mit diesen Snows ankommen und nein. Nein. Ihr seht schon, also ich habe eine negative KD mit der Waffe. Ich empfehle sie euch jetzt nicht so ganz. Ja, ich kann mit sowas mit einer, ich kann mit einer guten Feuerrate und guten Rückstoß einfach nicht leben. Ah, zum Glück. Ah, nein. Ihr seht schon, ich schaff's einfach nicht hier. Ich spiele hier auch zum ersten Mal mit der Waffe. Also heute zum ersten Mal. Ihr hört wahrscheinlich auch schon, dass Störungen hinten drin sind. Das tut mir auch schrecklich leid. Ja. Jetzt leckt es ein bisschen hinterher. Ich treffe gar nichts, das spielt mit der Wasserpistole. Ne, mit Orion. Noch schlimmer, Orion selten. Jo, dann ist die Runde auch gleich mal wieder zu Ende. Schade, schade, Schokolade. Keine KD-Verbesserung. Das finde ich schade. Ja, also ich empfehle euch die Waffe nicht. Sie ist einfach nur, wie soll ich sagen, schlecht. Deswegen spiele ich auch nicht so oft mit dieser Waffe. Warum sage ich oft? Nicht oft, nie eigentlich, weil ich mag die nicht und schrecklich schlecht ist die auch. Also kauft euch lieber eine andere Waffe, wie zum Beispiel die brennende Hurricane. Der brennende Hurricane meine ich. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Brrr. Ah, ja. Bevor ich es vergesse. Bitte schreibt in die Kommentare, welche Map ich spielen soll, weil ich weiß nicht, welche Map ihr wollt und ich suche ewig lang in einer Map rum und auf einmal noobt dann jeder rum. Level up Zeichner. Nice, Glückwunsch. Level 48, ich habe Level 44. Ja. Jo, und dann war's auch schon wieder und bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Brick Force. Bye bye.